Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Replay Dreamfall Chapters mit dem Gecko Climber. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben und haben jetzt die herausgefunden, dass die Umminster gemeinsame Sachen mit dem Konstantin Wolf macht und werden jetzt mal gucken. Also wir haben das letzte Mal die Sachen dem der Hand gegeben. Und diesmal habe ich jetzt entschieden, werden wir da halt genau das Umgekehrte machen, weil ich halt auch, muss ich dazu sagen, ich will noch die Achievements kriegen, die es dann noch überall gibt. Und dazu gehört, dass wir jetzt hier dem Baruti die, die Sachen da geben. So, der müsste jetzt hier irgendwo stehen. Ist er da vorne? Ist er das? Nee, da sitzt er. Ha. Mein bevorzugtes Savon-Café mit Meta-Brauerei. Gut, es ist eine Kette, aber sie kommt aus dem Bezirk Prag und ist so viel besser als diese ganzen skandinavischen Omni-Ketten. Ich habe Baruti noch nie so niedergeschlagen gesehen. Er tut mir leid, das war sein Leben. Er ist wirklich traurig. Und ich bin drauf und dran, ihm den Tag endgültig zu versauen. Tja, dann wenn... Ah, Moment, können wir eigentlich... Können wir da irgendwas... Nein, da können wir nichts. Gut, dann müssen wir mit ihm reden. Hey, Sissy. Nochmals danke, dass du mir hilfst. Bedeutet mir wirklich viel. Also, lass hören. Hast du die Infos? Okay. Ich muss ihm sagen, was auf dem Stick ist. Egal, was ich als nächstes tue. Baruti hat es verdient, das zu erfahren. Genau. Ich habe mir die Daten angesehen. Ich weiß, was sie bedeuten. Ach ja? Ich musste sie dechiffrieren lassen. Und du hattest recht. Es ist schlimm. Die Einheit nimmt nicht nur Schmiergeld von der Industrie. Sie trifft Absprachen mit Konstantin Wolf. Und die Ominska ist persönlich involviert. Tut mir leid, ich... Meine Güte, Zoe, gib mir die Daten. Das muss ich selber sehen. Okay, was haben wir denn gemacht? Ich kann Ihnen die Daten nicht so einfach geben. Sie sind so wichtig. Es darf nicht sein, dass Baruti entscheidet, was damit geschieht. Diese Daten gehören der Allgemeinheit. Er hat mich gebeten, ihm die Daten zu beschaffen und ich habe es getan. Jetzt soll er übernehmen. Was ab jetzt geschieht, ist nicht meine Sache. Okay, dann kriegt das er. Hier, bitte sehr. Alle Daten, die ich heruntergeladen habe. Seltsam. Die Zukunft von Europolis in meiner Hand. Was wirst du damit anfangen? Ich werde alles durchsehen und dann konfrontiere ich die Partei mit dem, was ich finde. Bist du sicher, dass das klug ist? Welche Alternative gäbe es denn? Die Alternative wäre, die Daten der Hand zu geben, damit die ganze Welt davon erfährt. Aber ich weiß nicht, ob ich Baruti überzeugen kann, diesen Weg einzuschlagen. Ich sollte Barutis Einschätzung vertrauen. Ich sollte nicht annehmen, dass ich es besser weiß als er. Immerhin hat er viel mehr in diese Sache investiert als ich. Ah, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir veröffentlichen wollen. Wie wäre es, wenn wir alles der Hand geben, damit die es veröffentlichen? Ich habe zu viel Herzblut in die Sache investiert, um jetzt einfach den Whistleblower zu spielen. Auf jeden Fall muss ich erst mit der Partei sprechen. Mit der Umminska. Vielleicht gibt es eine Erklärung. Vielleicht ist da... Baruti! Woher willst du das wissen, Sissy? Woher willst du denn wissen, dass die einfach nur Gauner sind? Es ist niemals so einfach, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie etwas Illegales tun. Ich bin nicht gewillt, das zu akzeptieren, ohne die Alternativen abzuklopfen. Ich will mit Lea Umminska reden. Ich will, dass sie mir sagt, was wirklich los ist. Das verstehe ich, aber seh dich vor, ja? Ach, eins noch. Ich denke, du solltest die Kampagne verlassen, auf der Stelle. Es gibt keinen Grund für dich, noch tiefer in die Sache reinzurutschen, als du es ohnehin schon bist. Aha. Okay. Er hat recht. Es wäre nicht gut, wenn ich dabei bliebe. Vielleicht sollte ich gehen, aber... Baruti ist mein Freund. Okay, ich würde sagen, wir bleiben. Es wird langsam spannend. Vielleicht und ich will wissen, ich wie gehen, das dann weitergeht. So viele Entscheidungen Nein. in so Solange kurzer Zeit. Solange du da bleibst, werde ich auch nicht gehen. Bist du sicher? Nö, aber... Bleiben tue ich trotzdem. Makoya,
Und wenn ich von der Ominska keine befriedigende Antwort bekomme, feuere ich dich und sorge dafür, dass alle wissen, dass du nicht die geringste Ahnung hattest. Abgemacht. Nochmals danke, Zoe. Ich halte dich auf dem Laufenden. So, okay. Jetzt können wir nach Haus zurück, wenn wir fertig sind. Trautes Heim, Glück allein. Oder ach nein, wir wollten ja mit unserem nicht mehr Schatzi zu Abend essen. Und das kann was geben. Meiden Sie bedrohliche Bewegungen, schlechte Gesellschaft. So, oder haben wir noch was zu tun? Nö. Gut, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. War ja auch ein aufregender und spannender Tag. Sorry, ich bin spät dran. Es gibt nur so endlos viel zu tun, besonders wegen... Mach dir keinen Kopf. Darf ich erst mal ausreden? Tut mir leid. Sprich weiter. Nein, ich meine wegen der Situation da draußen. Es ist wie im Krieg. Der Wahnsinn. Das war's. Das war alles, was ich sagen wollte. Okay, sorry. Wir müssen wirklich reden, Zoe. Ja, ja müssen wir. So, okay, dann lassen wir die mal aussprechen in Ruhe und gucken mal, wo wir jetzt landen. Denn jetzt müssten wir eigentlich vielleicht wieder bei Kian sein. Zeit für die zweite Mission und so. Kapitel 5. Träume. Naja, Anamnesis. Mhm. 10 Tage später. General, ihr habt mich rufen lassen? Kommt herein, Berman. Wie findet ihr euer Quartier, General? Ich finde es völlig in Ordnung, Kommandant. Ihr wurdet nicht aus diesem Grund herbestellt. Wisst ihr, mich beschäftigt da etwas. Mir? Ich habe mit euren Leuten in der Feste gesprochen und sie sagen das Gleiche wie ihr. Der Widerstand zettelte einen Aufstand an. Im folgenden Chaos wurde Apostel Alvane getötet. Seine Leiche verbrannte leider im Feuer. Es war ein Blutbad, eines, für das sich irgendwann jemand verantworten muss. Gewiss, General. Ich werde dafür sorgen. Da bin ich sicher. Ich habe auch mit einigen der überlebenden Gefangenen gesprochen. Ihre Geschichte weicht stark von der euren ab. Das überrascht mich nicht. Sie sind ein verlogener Haufen und werden jeden Vorwand nutzen, um Zwietracht zu säen. Das mag sein. Das mag sein. Zu schade, dass der Aufseher ermordet wurde. Er hätte vielleicht etwas aufklären können. Wisst ihr, seine Leute behaupten, dass noch vor dem Aufstand die Hinrichtung des Apostels befohlen wurde. Von euch persönlich. Sie sagen sogar, der Galgen habe für seinen Tod bei Tagesanbruch bereitgestanden. Falls das stimmt, geschah es auf Veranlassung des Aufsehers, nicht auf meine. Vielleicht. Aber warum sollten Sie diesbezüglich lügen? Ich wüsste nicht, was Ihnen das nützen würde. Und was haben die Gefangenen euch erzählt? Dass der Aufstand angezettelt wurde, um den Apostel zu befreien, nicht um ihn zu ermorden. Und dass das gelang. Das ist lächerlich. Kian Alvane wurde zu Asche. Er wandelt im Schatten, verloren und ängstlich, weit entfernt vom ersten Berg und dem Licht der Göttin. Das sagtet ihr ja schon, Kommandant. Und ich möchte ungern annehmen, dass ihr mich belügt oder die Wahrheit auslasst. Eure Beziehung zu Alvane, es gab Animositäten. Ihr kanntet einander, als ihr Knaben wart. Wir hatten Auseinandersetzung, als wir beide auf den Straßen von Zadir waren. Das war nicht ungewöhnlich. Aber eure Rivalität war blutiger, verlief tiefer als bloße Jungenstreiche. Das war vor langer Zeit. Wir hatten es hinter uns gelassen. Ich möchte euch gern glauben, Kommandant. Eure Position hier ist wichtig für mich, für die Sechs, für ganz Asadir. Habe ich nicht stets der Göttin und meinem Volk gedient mir? Habe ich mich den Sechs und dem Rat nicht bewiesen? Dem Stuhl, euch? Andeutung, ich sei vielleicht nicht ganz treu. Verletzen mich zutiefst. Und das sollte es, Vermin. Ich wünsche mir nicht herauszufinden, dass ihr mich belogen habt. Ich wünsche mir nicht, euch in Ketten zu sehen.
Ich möchte euch gern glauben. Und vorerst tue ich das. Aber ich werde in dieser Sache weitere Nachforschungen anstellen, weil irgendetwas daran nicht stimmt. Etwas daran beschäftigt mich. Falls euch noch etwas einfällt, solltet ihr damit so schnell wie möglich zu mir kommen, bevor ich erfahre, dass ihr mir die Wahrheit vorenthalten habt. Das habe ich nicht. Ich wandle im Licht mir. Alles, was ich tue, tue ich für mein Land und mein Volk. Nun gut. Ihr könnt gehen. Möge die Göttin euch schützen, General. So. Möge das Licht auf uns alle scheinen und unseren Weg erleuchten. Aha. Na, das kann was geben. Mal gucken. Auf jeden Fall mal ein sehr spannendes Gespräch. Der General da, der scheint auf jeden Fall Lunte zu riechen, was ja gut ist für uns. Nacht, daher, Ulvik. Welche Neuigkeiten hast du für uns, Ulvik? Gut, also, da kommt heute Nachmittag ein Mann in mein Lokal. Assadi-Soldat, nicht im Dienst. Hat ein paar Bier, wird angeheitert und redselig. Der Mann sagt, es gibt Gerede über eine Razzia, noch heute Nacht, im magischen Ghetto. Mhm. Und es gibt eine Liste. Eine Liste? Mit denen, auf die sie's abgesehen haben. Denen, die sie wieder rausholen wollen. Aber warum jetzt? Ich meine, das ist doch keine Vergeltungsmaßnahme, oder? Naja, er hat eine Waffenlieferung erwähnt, die letzte Woche in den Himmel gesprengt wurde. Das hat für ziemlich viel Unruhe gesorgt. War tagelang das Gesprächsthema hier. Wie es scheint, mögen's manche, wenn's kräftig knallt. Offenbar empfand der Kommandant der Assadi-Spezialkräfte das als persönlichen Affront. Kommandant... Vemmen. Ja, er würde das persönlich nehmen. Außerdem meinte der Mann, es würden weitere Waffen und Vorräte in die Stadt geschmuggelt, direkt unter der Nase der Assadi. Sie haben ein paar Lieferungen abgefangen. Deshalb wissen sie, dass die Leute im Ghetto sich bewaffnen, dass sich Ärger zusammenbraut. Die Maulwürfin war kooperativer als sonst. Was auch immer ihr für sie getan habt, Kien, sie weiß es anscheinend zu schätzen. Also, so wie ich das sehe, wollen die Assadi heute Nacht vielleicht den entscheidenden Schlag landen, bevor sie die Kontrolle über die Altstadt verlieren. Tja, sie täuschen sich nicht. Wir müssen also herausfinden, wer auf der Liste steht, wann sie zuschlagen wollen und von wo aus. Und wir müssen... Geduld, Enu. Eins nach dem anderen. Zuerst müssen wir in Erfahrung bringen, ob, wann und wo die Razzia stattfindet. Dann müssen wir unsere Freunde warnen, auch die Maulwürfin. Und dann müssen wir unsere Leute in Sicherheit bringen, bevor die Assadi kommen. Ich habe ein paar Kontakte, die ich anhauen kann. Liko? Ich fange mit unseren Leuten im Ghetto an. Kien, wenn ihr der Maulwürfin einen Anstandsbesuch abstatten könntet... Das wird nicht lang dauern. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann? Das bezweifle ich. Wir treffen uns vor Mitternacht wieder hier. Geht klar. Viel Glück euch beiden. Pass auf dich auf. So denn, dann auf zur Maulwürfin. Bisschen Zeit haben wir noch? So. Kien, ja. Kann ich euch sprechen? Unter vier Augen. Tja, die anderen sind ich weg. Ich habe eine Natürlich. Botschaft von einer gemeinsamen Freundin. Sie möchte euch sehen. Allein. So bald wie möglich. Sagte mir, sie würde auf euch warten, wo die ganze Altstadt unter uns liegt. Wo auch immer das sein mag. Sie spricht gern in Rätseln, die Frau. Danke, Ulvik. Wenn ihr sie seht, sagt ihr, sie solle jetzt mal ihre Rechnung begleichen. Vorher bekommt sie keinen Tropfen fröhlichen Minstrum mehr. So, okay. So. Ja, und finde Anna. Ich weiß, wo sie ist. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da hinkommen. Obwohl, ich glaube, wir gehen zuerst zu Anna und warnen dann die Maulwürfin. Ja. Ich weiß es so grob, wo wir hin müssen.
So, dann machen wir mal. Schnell, schnell, schnell. Ich weiß ja so ungefähr, wo es ist. Jetzt müssen wir dann da hinten die Treppen hoch, an den Asadi-Soldaten vorbei. Und das müsste dann da oben bei der Bank sein. Weil da kann man dann schön auf die Altstadt runtergucken. Und das müsste dann auch die Szene sein. Ah, nee, keine Spoiler. Keine Spoiler. Keine Spoiler. Kennst du den vom magischen und den trächtigen Schwein? Hey, wer ist da? Muss der Wind gewesen sein. Tja. So. Und zwar immer schön nach oben. Und da müsste sie doch sein, hier irgendwo. Moment. Da ist die Bank und guck mal, wer da steht. Ist schön hier. Eine nette Aussicht, nicht wahr? Ich fand Makuria schon immer schön, vor allem im Sommer. Ich stand doch auf der anderen Seite. Die sind natürlich ziemliche Schandflecke. Und dieser Turm... Eigentlich gefällt mir der Turm ganz gut. Weshalb wolltet ihr euch mit mir treffen? So ungeduldig. Das wart ihr immer. Ich habe etwas für schlechte Zeiten aufgespart. Eigentlich jemanden. Und ja, das Wetter ist gerade nicht schlecht, aber die Vorhersage für heute Abend klingt übel. Okay. Es kann nicht schaden, sich zusammenzutun und Informationen auszutauschen. Sie weiß etwas darüber, was heute Abend geschieht. Dann horchen wir es mal aus. Jemanden für schlechte Zeiten aufgespart? Es gibt da einen Asadi-Offizier, hochrangig, ein Hauptmann. Er hat eine Übereinkunft mit einer jungen Frau in der Altstadt. Einem Nichtmenschen. Aha. Er treibt's mit einer magischen? Eloquent, aber ja, er treibt's mit einer magischen. Wir wissen beide, was mit seiner Karriere wäre, wenn jemand das herausfände. Sie würden ihm seinen Rang aberkennen, ihn verhaften, foltern, wahrscheinlich zum Tode verurteilen. Und das alles für ein kleines blaues Mädchen und ein bisschen exotischen Sex. Euer Volk ist so vorhersehbar, Asadi, so leicht zu kompromittieren. Wisst ihr, je mehr ihr verbietet, desto mehr verlockende Sünden gibt es. Ihr seid ein Volk von Unterdrückern, ein Pulverfass, das leicht hochgeht. Aber wie wird uns diese Information nützen? Heute hat der Offizier seinen Tag mit der jungen Dame. Sie hat ein Zimmer beim Zwielichtskai. Unser spitzer Hauptmann geht nie allein hin. Der Trottel bringt seinen uniformierten Knappen mit und lässt ihn Wache stehen. Praktisch ein Riesenpfeil, der auf die richtige Tür zeigt. Würdet ihr den Hauptmann in einer delikaten Lage vorfinden, gäbe es keine Grenzen dessen, was ihr erreichen könntet. Weshalb gebt ihr mir diese Informationen? Ihr hättet selbst davon profitieren können. Ich brauche weder Geld noch Druckmittel. Aber ich dachte, ihr könntet das nutzen und herausfinden, was los ist. Es vielleicht unterbinden, ein paar Leben retten oder ein paar nehmen. Ich dachte, ihr hättet nichts für den Widerstand übrig. Das habe ich nie gesagt. Und auch nicht das Gegenteil. Aber vielleicht habe ich etwas für andere Dinge übrig. Warum habt ihr mich hier herauskommen lassen? Um mir das zu sagen? Ich traue denen nicht. Oder sonst jemandem. Ich bin ein gebranntes Kind. Aber wieso ich? Weil ich euch vertraue, Kien. Das ist nicht richtig. Ich kann sie nicht abweisen. Tja, das ist nicht richtig. Ansonsten geht's schief. Das weiß ich schon. Anna, wartet! Ja. Das andere hatte ich auch schon probiert. Könnt ihr im anderen Let's Play angucken. Geht schief. So viel schon mal dazu. Okay. Ja, die Folge ist schon vorbei. Wir haben ein bisschen was zu tun. Und werden dann mal schauen, ob wir diesen Hauptmann bei seinem Tete-a-Tete mit der Magischen dann da erwischen können. Beziehungsweise werden wir bei der Gelegenheit der Maulwürfe einen kleinen Besuch abstatten. Liegt ja alles auf dem Weg. Sprich, wir haben alles richtig gemacht. Okay. Dann
hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!